So, hallo liebe Freunde des gepflegten Amateursports und des KFC Uerdingen. Willkommen zum ersten Spieltag der Oberliga Niederrhein 2016-2017 mit der Partie KFC Uerdingen gegen den VfR Fischeln. So, endlich wieder Fußball, endlich geht's wieder um Punkte. Vorfreude ist groß, Riesenstimmung, gut gefülltes Haus. Mannschaften sind gerade auf den Platz gekommen. Erstmal kriegt ihr von mir die Mannschaftsaufstellung, heute natürlich auch für den VfR Fischeln. Fischeln spielt mit der 1 im Tor, alter Bekannter Halil Öztürk. Mit der 2 Lukas Reinhardt, mit der 3 Simon Puschel, mit der 6 Philipp Reischert, mit der 7 Kevin Enkel, mit der 8 auch ein alter Bekannter Selim Özdemir, mit der 10 Kevin Breuer, mit der 11 ebenfalls alter KFCler David Machner. Emre Özkaya mit der 12, Alexander Lipinski mit der 20 und Burak Akacha, kennen wir auch, mit der 26. Trainer André Pavlak schickt zum ersten Spieltag folgende 11 auf das Spielfeld. Mit der 1 im Tor, den Zweikampf gewonnen hat wohl Maurice Schumacher. Mit der Nummer 5 Tanju Öztürk, mit der 6 Patrick Elgut. Mit der 7 Danny Rankel, mit der 10 Pascal Schmidt, mit der 13 Pascale Talaski, mit der 17 Sascha Tobor, mit der 20 Chris Tegray, mit der 24 Leon Binder, mit der 31 Charles Tucky und mit der 32 Timo Achenbach. Einzige Änderung zur letzten Woche, Vince Wagner spielt nicht, dafür Chris Tegray auf dem Platz. Ametana, Fabio Farian, Philipp Goris, Marvin Matten, Johannes Dörfler und Alexander Pranjes sowie Julian Gutkowski halten sich auf der Bank bereit. So, vor 10 Sekunden hat Schiedsrichter Robin Delfs die Partie angefangen. Hoffen wir auf eine wesentlich bessere Saison als letztes Jahr. Die Vorfreude ist schon mal groß. Der KFC direkt im Ballbesitz, heute ganz in Blau gekleidet. Zunächst, wie gern gesehen im Heimspiel, von rechts nach links von der Haupttribüne aus gesehen, auf die Westtribüne. Erster Ball nach vorne gespielt von Achenbach, landet in den Füßen eines Fischelners. Danach wird der Ball von Pascal Schmidt mit dem Fuß ins Aus befördert. Einwurf für Fischeln. Ball jetzt an der Mittellinie abgefangen von Patrick Elgut, der verliert den Ball, aber Versuch Achenbach zum Spielen endet in einem Foul von Achenbach. Freistoß für den VfR auf Höhe der Mittellinie. Rechte Seite. Kevin Breuer am Ball. Kriegt den Ball auch direkt wieder zurückgepasst. Erstmal abwartende Haltung der Fischelner. Ein langer Diagonalball auf die linke Seite, schön gespielt, links außen jetzt durch, zieht den Ball zurück Richtung Elfmeterpunkt, gut aufgepasst. Chris Tegray schlägt den Ball erstmal raus, Bogenlampe zurück ins Feld des KFC und dann Foulspiel von Kevin Enkel. Leon Binder jetzt am Ball. Ja, da hat er jetzt gerade versucht, aus der eigenen Hälfte den Fischelner Torwart zu überlisten. War das ein sehr optimistischer Versuch. Der Ball landet ungefähr 10 Meter neben dem Tor. War auch nicht kraftvoll genug, den hätte der Torwart locker abfangen können. Öztürk jetzt mit dem Abschlag. Ja, wie ihr hören könnt, auch wieder wesentlich bessere Stimmung. Ultras wieder im Stadion. Wieder mehr Support. Soll uns allen nur recht sein. Ordentlich Rabatz hier in den ersten Minuten. Achenbach jetzt auf der linken Seite mit dem Ballbesitz. Nach Abwurf von Schumacher. Er gut passt rüber auf die rechte Seite zu Tegray. Der Ball landet schließlich wieder bei Schumacher. Weil Machnik ordentlich angelaufen ist. Gut, treibt den Ball jetzt wieder Richtung Mittelfeld. Tegray wieder rübergepasst. Auf Tom
Gregor, der jetzt mit einem Ball in die Mitte Richtung Talarski, der kann den Ball aber nicht erobern. Hier schon wieder im Ballbesitz, Rückpass zum Torwart. Ja, erstmal hier ein bisschen abtasten und beschnuppern noch. Hürding aber direkt mit dem Vorwärtsgang, das ist gut erkennbar. Rankel und Talarski greifen früh an vorne. Langer Ball jetzt von Fischl, planlos nach vorne geschlagen. Landet in den Fängen von Boris Schumacher. Beruhigt die Situation erstmal ein wenig. Elgut jetzt wieder mit dem Ballbesitz, halblinke Position, läuft Richtung Mittellinie, spielt jetzt wieder quer zu Tecray. Ein Binder bietet sich an, hat aber keine Anspielstation. Spielt wieder zurück auf Schumacher. Nächster Versuch wieder bei Elgut, versucht jetzt lang die Linie Achenbach einzusetzen. Der kommt ein bisschen zu kurz, aber Rankel könnte drankommen. Öcelik läuft raus mit der einer Faust. Richtung Seiten ausgeschlagen. Etwas verunglückter Ball, der eigentlich bei Achenbach laufen sollte. Schön in den Lauf von Rankel geflogen. Achenbach jetzt auf Höhe der Strafraumkante, linke Seite beim Einwurf. Langer Einwurf Richtung 5-Meter-Raum. Stehen aber nur zwei Fischl, da köpfen den Ball raus. Direktabnahme von Pascal Schmidt vom 16-Meter-Raum. Ungefähr 2 Meter übers Tor geflogen. Aber kann man mal probieren, wunderbar. Ja, die Chancenverwertung war in letzter Zeit eigentlich das einzige Manko letzte Woche beim Pokalspiel. In der zweiten Halbzeit vor allen Dingen wirklich gute, souveräne Leistung gesehen. 2 Tore der Standardsituation hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ich bin da auch sehr guten Mutes bei dem, was ich bisher gesehen habe, dass André Pavlak da die richtige Mischung zusammengestellt hat. Langer Abschlag jetzt von Öcelik mit dem Kopf von Tecray in die Mitte zurückbefördert. Fischl weiter im Ballbesitz. Jetzt der Versuch auf die rechte Seite hinauszuwerden. Der kommt auch an. Kurz vor der Eckfahne kann der Fischl an den Ball stoppen. Lauf ist Richtung 16er. Flanke hinein. Langes Bein von Elgut. Gut aufgepasst. Ranke versucht jetzt an den langen Ball, der nach vorne geschlagen wurde, ranzukommen. Schafft er aber nicht. Erstmal wieder Rückpass zum Fischlner Torhüter. Er schlägt den Ball wieder sofort nach vorne und der geht genau bis auf die andere Seite zu Moritz Schumacher. Ja, offensiv bisher relativ planlose Ansätze der Fischlner. Röding auch noch nicht ganz mit den Ideen da. Elgut versucht das Spiel jetzt anzukurbeln. Wieder rechts nach rüber gepasst zu Binder, der mit einem langen Ball auf Talarski, aber mit dem Kopf dazwischen gegangen von einem Fischlner und jetzt ausbefördert. Einwurf für den KFC in der Mitte der Fischlner Hälfte, rechte Lattenseite. Tobor läuft jetzt hinten rum, spielt auf die linke Seite zu Achenbach. Der Mittellinie versucht Pascal Schmidt mitzunehmen. Ein Fischlner Abwehrbein dazwischen und der Ball landet wieder am Seitenhaus. Jetzt sind gerade mal 2 Bälle auf dem Spielfeld. Achenbach jetzt mit dem Einwurf. Das ist also nicht viel Bewegung, bieten sich nicht allzu viele Alternativen an. Jetzt lang die Linie auf Rankel, Rückpass auf Achenbach, der versucht mit einem langen Ball in den Strafraum Talarski freizuspielen. Aber Öcelik kommt raus, hat den Ball abgefangen, macht das Spiel schnell mit einem langen Abschlag, aber direkt bei Elgut gelandet. Ein abgefälschter Ball, der KFC landet im Seitenaus, ein klarer Einwurf für den KFC gewesen. Schiedsrichter hat es anders gesehen. Pfeift Achenbach zurück. Den ganzen grün gekleideten Fischlner. Den Ball ausgeführt, zurückgepasst auf den einwerfenden Spieler. Jetzt wird es ein bisschen eng da. Achenbach befördert den Ball erstmal in Seitenhaus. Lang die Linie mit dem Kopf dazwischen gegangen von Tanju Öztürk, der für mich letzte Woche ein überragendes Spiel gemacht hat. Unglaublich, welche Ruhe der ausstrahlt im Mittelfeld. Einwurf für Fischl. Zurück in die Mitte gepasst, schön aufgepasst von Taki. Der läuft dazwischen und kann jetzt Rankel lang schicken. Der läuft jetzt auf halblinker Position aufs Tor zu, dringt in den Strafraum ein, noch verfolgt und wird klar gelegt von einem Fischlner Spieler. Es gibt keinen Elfmeter. Weiter Zweikampf. Rankel ist aufgestiegen und jetzt pfeift der Freistoß für den VfR Fischl.
Von hier oben sah das aus wie ein klares Foulspiel an Dani Rankel im Strafraum. Etwas zu lang der Ball, er wurde etwas zu weit auf die linke Seite rausgetrieben, versuchte dann in die Mitte des Strafraums zu dringen, dann grätschte der Fischlinger Spieler dazwischen. Sehr grenzwertig, Schiedsrichter hat es laufen lassen und danach den Zweikampf um den Ball zwischen Rankel, der schnell wieder aufgestanden war und seinem Gegenspieler. Wurde zugunsten des Fischlinger Abwehrspielers abgepfiffen, Rankel, das zeichnet ihn ja aus, er meckert ja nie allzu groß, steht direkt wieder auf und versucht den Ball zu kriegen. Ab. Das Spiel hat sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Fischel in der eigenen Hälfte. Mal Breuer jetzt mit einem langen Diagonalball auf die linke Seite. Da fehlt Tobor. Aber der Fischel-Spieler kann glücklicherweise nicht an den Ball kommen. Aber landet im Aus. Ted Gray spielt den Ball jetzt quer am eigenen 16 Meter. Rausgepasst auf Elbut, der versucht direkt Pascal Schmidt einzusetzen, landet wieder an einem Fischmann vorbei. Direkter Gegenzug jetzt über Özdemir, der verliert den Ball, kann nach vorne laufen, kann sich ihn zurückerobern. Und der Angriffsversuch der Fischermann jetzt mit Machnik, der versucht einen langen Ball auf die rechte Seite, schön aufgepasst von Patrick Elbut, mit dem Kopf dazwischen gegangen, trotzdem Özdemir noch am Ball. Über die rechte Seite zur Eckfahne zu kommen. Abgeschirmt der Ball von Elgut. Der Ball kullert ins Aus. Und für den KFC. Ausgeführt von Kapitän Theo Achenbach. Langer Einwurf mit dem Kopf verlängert von Tanju Öztürk. Dass man an Fischlner Bein hängen bleibt. Da gibt es einen Freistoß im Mittelfeld, schnell ausgeführt von Öztürk. Auf die rechte Seite zu Taki. Der kommt an den Ball ran, ist jetzt schon auf Höhe des Strafraums. Rechte Seite, kann jetzt vielleicht flanken auf Rankel. Der steht in der Mitte. Nochmal mit der 13, Pascal Talarski nimmt den Ball mit der Brust an. Wird dann aber von einem Fischlner gestoppt. Schade. Langer Abwehrschlag der Fischlner. Landet erstmal wieder bei Torwart Schumacher. Fällt mir auch gut von der Ausstrahlung her. Letzte Woche auch ein, zwei gute Paraden gehabt. Elgut wieder. Am Ball. Achenbach bekommt den Ball wieder zurückgepasst. Ja, Elgut scheint jetzt sich als Innenverteidiger hier festgespielt zu haben. Langer Ball jetzt von Tekray auf die rechte Seite. Der ist aber zu steil für das ist Sascha Tobor. Der seine Rolle auch sehr, sehr offensiv interpretiert auf der rechten Seite. Wenn da jetzt im Zweikampf im Mittelfeld. Sehr rustikal dazwischen gegangen von Fischl und das gibt einen Freistoß für Pascale Talarski. Binder hat sich den Ball hingelegt, spielt den Ball erstmal wieder zurück zu Tekray. Jetzt nach links wieder raus zu Elgut, der versucht das Spiel jetzt schnell zu machen mit einem Steilpass auf Achenbach, der kommt auch an, sehr schön. Flanke in den 5-Meter-Raum, da steht Talarski frei und schießt das 1:0 für den KFC. Super Angriff, herrlicher Spielzug hier. Langer Ball von Elgut auf die linke Seite auf unseren Kapitän Achenbach. Der legt sich den Ball einmal vor, flankt in den 5-Meter-Raum. Rankel kann nicht den Ball erreichen, aber dahinter steht Talarski und lenkt ihn aus 5 Metern problemlos in die Maschen. Ja, das geht auch gut an. Das müsste die 13. Spielminute gewesen sein. Der KFC schießt sein erstes Saisontor. Und zwar durch Pascale Talarski, wenn ich richtig hingeguckt habe. So sieht's aus. Wunderbar. Herrlicher Spielzug. Das macht Spaß, sind die Zuschauer auch direkt da.
super Spielzug. Kann man nur begeistert von sein. Jetzt ist der Ball wieder im Spiel. Mittlerweile Taki im Mittelfeld in einen Zweikampf verwickelt, verliert den Ball. Und Fischeln jetzt auf Höhe der Mittellinie im Ballbesitz. Versucht über die halbrechte Seite über Breuer. Der spielt sein Tanju Öztürk auszieht jetzt in die Mitte, spielt quer auf Machnik. Der kommt aber gegen Binder erstmal nicht weiter, spielt jetzt auf die rechte Seite zum Rechtsaußen. Der rechte Verteidiger läuft mit, wird aber nicht eingesetzt. Flanke auf den 5-Meter-Raum. Und mit einem Hechtkopfball befördert Patrick Elgut den Ball erstmal ins Seitenaus. Fällt mir heute sehr gut bisher. Nochmal die Flanke jetzt nach dem Einwurf auf den 5-Meter-Raum. Kevin Breuer kommt nicht richtig an den Ball. Schumacher kann den Ball erstmal abfangen. Jetzt schnell abgeworfen auf der rechten Seite zu Turbo. Der nimmt jetzt Binder mit. Binder mit dem Steilpass nach vorne. Der ist aber etwas zu steil. Kommt keiner dran. Erstmal wieder bei Öcelik gelandet der Ball. Und der schlägt den Ball wieder planlos auf die andere Seite zu Moritz Schumacher. Oh, wenn es so weitergeht, werden wir hier ein lustiges Spielchen sehen. Jetzt Breuer ein bisschen aggressiver, versucht jetzt glaube ich ein bisschen seine Mannschaft mitzureißen. Langer Ball von Moritz Schumacher auf dem Mittelpunkt. Ein Freistoß für Fischer nach leichtem Foulspiel von Tanju Öztürk. Kaya hat sich da ein bisschen wehgetan, kann aber mit Sicherheit gleich wieder laufen. Was mir bei Fischern auffällt, ist, dass jeder Spieler eine andere Schuhfarbe hat. Auch eine sehr interessante Kiste. Ja, Fischeln jetzt im Angriff. Inskaya versucht den Ball direkt in den Strafraum weiterzuleiten. Da steht aber kein breiten niemand, der den Ball erreichen könnte. Schumacher wieder ein leichtes für ihn, den Ball aufzunehmen. Spielt den Ball nach vorne zu Tobor, der jetzt wieder auf die halblinke Seite zu Elgut, über den hier so ziemlich alles läuft. Der nimmt jetzt Achenbach mit, der spielt den Ball steil nach vorne zu Rankel. Der kann sich gegen seinen Gegenspieler an der Seitenlinie durchsetzen, höher Strafraum. Und da gibt es ein Foulspiel, was gepfiffen werden muss. Jawohl, gibt's. Es gibt einen Freistoß. Gute Position. Aus dieser Position haben wir letzte Woche das 2:0 gemacht. Auf Höhe der Strafraumkante, ungefähr 10 Meter neben dem Strafraum. Charles Taki legt sich den Ball jetzt hin. Feuerung der Zuschauer, der Ball kommt rein, lang an den 5-Meter-Raum. Da steht Tekray, kommt mit dem Kopf an den Ball, aber kriegt nicht genug Druck dahinter. Den kann Öcelik locker runterflicken. Schade, aber immerhin mal wieder eine gute Kopfballmöglichkeit nach einer Standardsituation. Langer Abschlag jetzt Öcelik. Özdemir mit dem Ballverlust im Mittelfeld. Schön aufgepasst von Elgut mal wieder. Der nimmt jetzt Taki auf der linken Seite mit und jetzt wird das Spiel erstmal wieder ein bisschen ruhig zurückgespielt auf Achenbach. Achenbach jetzt weiterhin beim Besitz auf der linken Seite, spielt den Ball jetzt zurück zu Elgut. Langer Diagonal auf die rechte Seite, den soll Talaski erreichen, der ist aber ein bisschen zu weit nach innen gezogen. So dass Halilöcelik aus dem Kasten kommen kann und den Ball abfangen kann. Erstmal wieder Abschlag. Kommt hier schon ein Tor. Oh, genau in die Füße von Rankel. Abgeblockt. Binder hat den Ball. Doppelpass mit Schmidt. Der setzt jetzt Rankel im Strafraum ein. Er nimmt den Ball sofort und ein Meter nebens Tor. Schade, da zuckte das Netz kurz. Graupenabschlag von Öcelik auf die Füße von Rankel. Der konnte den Ball nicht kontrollieren. Hinter ihm stand aber Binder, der mit einem Doppelpass dann mit Schmidt sich selbst freispielte. Dann sofort auf Rankel rüber. Halblinke Seite aus 11 Metern zog Rankel sofort ab. Gut 1 Meter neben das Tor ans Außennetz. So, Öcelik zum zweiten mit dem
Abschlag jetzt, der klappt diesmal besser, weit in die Uerdinger Hälfte. Mit dem Kopf verlängert. Ein Uerdinger Abwehrspieler. Endseiten aus. Jetzt kurz vor dem Uerdinger Strafraum auf ihrer linken Angriffsseite. Versucht Breuer jetzt sich durchzutanken, wird aber gestoppt von Tobor. Langer Ball auf Ranke, der steht aber im Abseits alleine vom Tor. Stoß schnell ausgeführt. Jetzt greifen die Uerdinger da vorne früh an. Leon Binder. Der kann den Ball auch erobern. Sehr gut gemacht. Tagilek versucht ihn sofort einzusetzen, aber nach diesem Sprint ist er selber etwas zu müde, der Leon Binder, um da anzukommen. Schade. Verliert dann das Laufduell gegen den Fischener Abwehrspieler. Jetzt die mir mit dem Versuch, sich den Ball selber vorzulegen. Der geht aber ein bisschen zu weit. Achenbach sprintet noch dazwischen und spielt den Ball zurück zum Oschmann. Ja, im Moment relativ schönes Niveau. Wir haben jetzt knappe 18 Minuten gespielt. Der KFC mit einem guten, souveränen Auftritt, so wie man sich es von einem Favoriten auch vorstellt. Schöner langer Ball jetzt vom Schumacher auf die Mittellinie. Die wird verlängert von Achenbach auf Taki und der mit einem schönen Pass in die Schnittstelle auf Rankel in letzter Sekunde kriegt ein Fischer seinen Fuß dazwischen und kann den Ball zur Ecke ablenken. Erste Ecke für den KFC, ausgeführt von Charles Taki in der 19. Spielminute. Kommt jetzt den Krefelder Fans in der Westkurve, läuft an, bringt den Ball an den Elfmeterpunkt. Da steht Binder, kann den Ball zum 5-Meter-Raum verlängern. Da steht Elgut und der köpft den Ball absolut in die Arme. Schade. Aber bei beiden Standardsituationen kein einziger Fisch von dem Spieler am Ball gewesen. Das sind einstudierte Dinger hier, die können sie auch durchziehen. Gefällt mir ganz gut. Breuer jetzt am Ball für den VfL Fischer. Ein schöner Pass nach vorne auf Öztürk auf die rechte Seite, der mit einem langen Bein, was nicht gepfiffen wird, kann sich den Ball gegen Tekray erobern. Versucht dann aus 22 Metern den Ball aufs Tor zu ziehen. Das ist überhaupt kein Problem für Schumacher. Der wirft den Ball sofort wieder auf die rechte Seite raus zu Tobo. Der macht jetzt wieder Tempo. Jetzt zieht er kurz zurück. Öztürk in der Mitte am Ball, spielt den Ball wieder zurück zu Tobo. Jetzt Binder. Meter hinter der Mittellinie. Schöner Ball. Tobo ist nach auf der rechten Seite durchgezogen. Sitzt schon auf Höhe des Strafraums. Versucht den Ball reinzulegen zu Pascal Schmidt. Aber da kann ein Fischer dazwischen spritzen. Der Ball wird erstmal wieder an die Mittellinie geschlagen. Tanju Öztürk spielt ihren ersten Gegenspieler aus. Kommt dann erstmal nicht weiter, weil Breuer vor ihm steht und dreht sich rum. Neuer Aufbau über die linke Seite jetzt über Achenbach. Achenbach jetzt mit dem langen Ball schön in die Schnittstelle auf Rankel. Der nimmt den Ball super kurz vor mit, legt den Ball schön vor. Steht alleine vor dem Tor, gehalten vom Torwart. Nachschuss von Schmidt. Auf die rechte Seite rübergelegt jetzt Pascale Talaske. Der Ball ist noch heiß. Pascale Talaske jetzt auf der rechten Seite, Höhe Strafraum-Eck. Nimmt Tobor mit. Kriegt den Ball wieder zurück, steht immer noch am Strafraum-Eck. Flankt den Ball jetzt Richtung 5-Meter-Raum. Da kommt Taki angelaufen. Und was macht der Schiedsrichter? Es gibt Elfmeter für den KFC, weil Öcalan mit gestrecktem Bein in Taki reingelaufen ist. Den hätte er eigentlich nur noch reinlegen brauchen. Und Öcalan kommt mit langem Bein, legt Taki im 5-Meter-Raum um. Elfmeter für den KFC. Jetzt gibt es noch die gelbe Karte für Öcalan obendrauf. Taki hat sich nicht allzu weh getan bei der ganzen Aktion. Steht auch schon wieder. Timo Achenbach nimmt sich den Ball. Jetzt muss Taki erstmal aus dem 16-Meter-Raum raus. 21. Spielminute. Timo Achenbach läuft aus 11 Metern gegen Özilek an. Schiedsrichter gibt den Ball frei. Anlauf Achenbach. Schön in die rechte untere Ecke vom Schützen. Zum 2:0. Für den KFC, der hier schon nach 20 Minuten für geordnete Verhältnisse sorgt. Ja, da macht das Kommentieren noch Spaß. Hier passiert was. Der KFC spielt frisch nach vorne. Fischeln macht einen äußerst überforderten Eindruck im Moment.
und muss schwer aufpassen, dass er da keinen richtigen Abzug bekommt. So, jetzt stellen sich ein paar Leute vor mich. Hat sich wieder erledigt, Dankeschön. Ja, beim Großteil der Zuschauer richtig gute Stimmung im Moment. Ja, wir sehen hier einen rund erneuerten KFC, auch von der Spielweise. Das ist schön, das ist attraktiv, da sind einstudierte Spielzüge drin, da sind Standards, die gefährlich sind. All das, was wir letzte Saison vermisst haben. Ja, hört mal ein bisschen rein. Die Stimmung ist wieder da. Herrlich. So, jetzt haben die Fischer noch mal vorne den Ball erobert. Kleiner Fehler von Leon Binder, der den Ball da kurz vorm 16er verstolpert, will einen Freistoß gesehen haben. Beschwert sich jetzt beim Schiedsrichter. Fischelner mit dem Versuch, in den Strafraum einzudringen, abgedrängt. Der Ball dann zur Ecke für den VfR Fischel abgefälscht. Auch die erste Ecke für Fischel in der 23. Minute. Der Breuer steht da jetzt zur Ausführung bereit. Schlecht kurz gespielt und dann versucht er den Ball reinzuflanken. Trifft aber nur das Hinterteil von Sascha Tobor, der rausgelaufen war. Einwurf erstmal für Fischeln jetzt ausgeführt. Erstmal zurückgepasst auf Breuer wieder. Der spielt jetzt auf die linke Seite. Jetzt versucht der Spieler reinzuziehen. Das ist David Machnik. Ja, das sind drei Spieler auf einmal, die kann er nicht ausspielen. Das kennen wir noch aus Oerdinger Zeiten, dass er manchmal ein bisschen übertreibt. Jetzt versucht der KFC hinten rauszuspielen. Wird dabei gelegt. In der Mitte der eigenen Hälfte. Es gibt erstmal einen Freistoß für den KFC. Dann Leon Binder jetzt nach rechts rüber zu Sascha Tobor, der jetzt schon nach 20 Minuten mit hochrotem Kopf da hinten auf der rechten Seite leuchtet bis hier. Großes Laufpensum bisher. Tekray jetzt im Ballbesitz. Tanju Öztürk mit, der spielt seinen Gegenspieler in der Mitte des Spielfeldes aus, spielt dann nach links zu Elgut und der schickt wieder steil. Achenbach, genau wie beim 1:0. Achenbach kann den Ball annehmen, jetzt mit der Hacke zurückgelegt auf Taki, aber Taki kann den Ball leider nicht erreichen. Dafür läuft Taki schön zwischen den VfR-Spieler und den Ball und kann den Ball zum Einwurf abschirmen. Oh, jetzt kleiner Stockfehler von Tanju Öztürk, der den Ball verliert. Konteransatz der Fischelner über Breuer wieder. Ja, der wird da, nee, über Machnik was, der wird behindert, kommt ein bisschen Freistoß zugesprochen, kleines Gerangel jetzt zwischen Machnik und Elgut beim Freistoß, der wird schnell machen. Breuer spielt den Ball auch schnell, wird jetzt aber vom Schiedsrichter wieder zurückgepfiffen. Er hätte sowieso niemanden erreichen können, da kann man sich gar nicht groß beschweren, dann hat er einfach nach vorne geguckt, dann hätte er eh niemand bekommen. Und sie froh sein, dass sie im Ballbesitz bleiben. So, Breuer wird jetzt angespielt auf der rechten Seite. Spielt den Ball aber erstmal wieder zurück. Auf Akacha. Gewinnt Enke auf der Seite mit. Der spielt den Ball jetzt lang auf Özdemir. Sollte der Ball kommen, aber Achenbach kann da mit dem Kopf zwischengehen. Oh, und jetzt versucht Achenbach den Ball nach vorne zu spielen und ploppt den hier in Seitenhaus auf die Tribüne. Da ist er ihm über den Spann gerutscht. In der Mitte der KFC-Hälfte Einwurf für den VfR Fischeln. Ausgeführt durch den ziemlich aktiven Lukas Reinhardt. Da geleitet erstmal. Jetzt gibt es einen Eckstoß für den VfR, nachdem Achenbach die Flanke von Emre Özgeier mit dem Fuß verhindern konnte. Zweite Ecke für den VfR Fischeln. Ausgeführt von Kevin Breuer. Von der rechten Seite, Ball kommt in den 5-Meter-Raum, da steht aber Sascha Tobor, köpft den Ball erstmal Richtung Seiten aus. Kann Breuer aber kurz vorher erreichen, spielt jetzt auf Machnik, schön gespielt auf Reinhardt auf die rechte Seite, der steht da jetzt, kann jetzt reinflanken, aber da steht Neuzdörk, der den Ball mit dem Fuß erstmal wieder wegschlägt. Genau auf Kevin Breuer, der spielt zwei Leute aus, schießt dann aufs Tor, aber relativ weit daneben.
will er da für eine Ecke haben? Da hat niemand eine Ecke gesehen. Abschuss vom Gehäuse von Moritz Schumacher. Lässt sich jetzt ein bisschen Zeit hier. Ist auch ganz gut so, weil ich mal wieder fünf Leute vor die Kabine hergestellt habe und ich wieder nichts erkennen kann. Jetzt habe ich wieder freie Sicht aufs Mittelmeer. Abstoß von Schumacher in die Hälfte des VfL Fischeln. Erobert von Danny Rankel, sehr gut gemacht. Wird dann umgestoßen von seinem Gegenspieler, das hat der Schiedsrichter aber nicht gesehen. Gibt einen Einwurf für Fischeln. Eine autonome Sichtweise da. Aber jetzt nicht so wichtig sein bei dem Zwischenstand. 2:0 für den KFC immer noch. Jetzt 28 absolvierten Minuten. Talarski verheddert sich im Mittelfeld jetzt. Talarski immer sehr hektisch. Richtig, ein bisschen wie früher Olic spielte. Jetzt versucht Breuer den Ball auf den, in den 16er. Kann er auch. Und da steht plötzlich Özdemir ganz alleine vor dem Tor. Und spielt den Ball glücklicherweise knapp über den Kasten. Ja, da haben wir alle ein bisschen dumm geguckt. Kleiner Heber von Breuer in den 16er. Da steht Özdemir ganz alleine vor dem Torwart. Kann den Ball zum Glück nicht richtig kontrollieren beim zweiten Versuch an den Ball zu kommen. Was passiert jetzt? Taki geht vom Platz. Scheint also dann doch einen mehr mitzunehmen. Beim zweiten Versuch den Ball zu erreichen. Schumacher den Winkel zu verkürzen, dass ihm nichts anderes mehr überblieb, als einfach runterzuhalten und der Ball ging dann übers Tor. Jetzt kommt Branjes für den wohl durch das Foul beim Elfmeter angeschlagenen Charles Taki ins Spiel. Ja, ist auch eine Qualität, wenn Taki geht, einen Branjes reinbringen zu können. Schön, ein eroberter Abschlag von Schumacher von Rankel mit dem Kopf rübergeleitet und jetzt steht schon. Da, ja, da ist das! Nein, da ist nicht das 3:0. Überraschende Aktion hier. Super von Branjes aufgepasst. Gesprintet dazwischen einen Pass und legt den Ball von einem unmöglich spitzen Winkel am Torwart vorbei. Aber dann kommt noch einer auf der Linie an den Ball und kann den Ball wegschlagen. Rankel hätte dahinter gestanden und hätte ihn nur noch reinschieben brauchen. Das kam jetzt für mich ein bisschen zu überraschend gerade. So, jetzt wieder auf der rechten Seite Leon Binder mit einem schönen Pass auf Sascha Tobor. Den kann er also gerade eben nicht erreichen. Der Ball trübelt ins Seitenhaus. Einwurf für den VfR. Ja, da hätten die Fischer sich nicht beschweren können, wenn es 3:0 gestanden hätte. Er hat Pramis direkt mal gezeigt, dass er dann doch so ein kleines Schlitzer ist. Verliert den Ball, erobert ihn sofort wieder, spielt dann raus zu Binder, der flankt auf den 16-Meter-Raum. Da steht jetzt Branjes, nimmt den Ball an, versucht sein Gegenspiel auszuspielen, abgeblockt. Branjes immer noch am Ball, mittlerweile aus dem Strafraum rückwärts rausgelaufen, spielt jetzt zurück auf Öztürk, der steht ungefähr 25 Meter vor dem Tor. In der Mitte spielt auf die linke Seite raus zu Achenbach. Achenbach jetzt zu Talarski, der versucht Achenbach nochmal einzusetzen. Der Ball kommt zurück. Oh! Der Ball abgefälscht an die Strafraumkante, genau in die Mitte. Und da steht Pascal Schmidt, nimmt den Ball Volley aus der Luft. Und der Ball klatscht gegens Außennetz. Super Schuss von Pascal Schmidt. Einfach mal mit ganz hohem Risiko draufgenommen. Von 20 Bällen gehen dann 19 von auf die Tribüne. Auch das hätte wieder ein Tor sein können. Ja, Schmidt ist überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen.
auch gerade schon in der Vorbereitung und in den letzten zwei, drei Spielen der letzten Saison ganz gut gefallen. Der blüht richtig auf hier. Seitdem André Pavlak da ist, erst recht. Der Gray. Jetzt überreden wir den Ball hinten in den Abwehrreihen runterholt, spielt dann zu Schmidt und der mit einem schönen Lupfer auf Danny Ranke, der stand aber am Abseits. Ganz knapp. Freistoß. Hilfe schön. Auf die linke Abwehrseite rübergepasst. Fällt dem aber dem Spieler aber nicht viel mehr ein, als den Ball zu, von der Mittellinie zurück zu passen. Fehl, weil Leon Winter gut aufgepasst hat. Und den Ball erstmal von der KFC zurückerobert hat. Tantu ist so. Und auf der rechten Seite eingesetzt. Er hat ja schon mal zwischen den KFC. Das ist ein weniger Spieler erstmal in der Seitenlinie liegen geblieben. Leon Winter ist das. Stellt aber jetzt wieder auf. Nichts passiert. Darf einen Einwurf nochmal neu machen. Schiedsrichter hat das Spiel wohl unterbrochen. Eingeworfen, sofort wieder ins Ausgeschossen. Jetzt wirft Turbo den Ball ein. Auf kurz Tür. Der treibt den Ball jetzt nach vorne. Spielt zwei Leute aus, wird dann gelegt. Und es gibt einen Freistoß für den KFC in der Mitte der Hälfte. Vom VfR Fischl. Schnell ausgeführt von Turbo auf die rechte Seite auf Brandis. Der steht jetzt schon an der Eckfahne. Zieht jetzt ein bisschen nach innen. Spielt den Ball zurück an den 16 auf Pascal Schmidt. Der stoppt den Ball, schießt sofort aus 16 Meter Entfernung. Der Ball geht gute 3 Meter an der linken Seite des Tores vorbei, aber Schmidt super angenommen, direkt abgezogen. Technisch hochwertige Aktion hier. Nächste Chance für den KFC. Der VfL Fischeln ist mit dem 2-0 gut bedient. Hat selber überhaupt keine Torchance bisher gehabt. Doch eine von Özdemir, die habe ich jetzt unterschlagen, richtig. Die aber eher so ein bisschen zufällig daherkam, auch wenn es ein schöner Pass von Kevin Breuer war. Demgegenüber stehen auf jeden Fall schon mal 3 gute Chancen des KFCs. Und nicht zu vergessen die 2 wunderschönen Tore. Na gut, der Elfmeter war nicht so schön, aber ausgespielt war es gut. Kevin Breuer setzt sich jetzt im Mittelfeld gegen Öztürk durch, legt auf der rechten Seite jetzt lang. Er kommt ein langes Bein von Pascale Talaski, der von ganz vorne nach ganz hinten gelaufen ist. Einwurf der Fischeln, ausgeführt von Breuer. Spielt jetzt mit Machnik da auf engstem Raum, Doppelpass, schön gemacht. Machnik wieder am Ball, setzt auf der rechten Seite Öztürk ein, jetzt die alten Oellinger hier zusammen. Özdemir versucht sich gegen Elgut durchzusetzen, aber ganz schwach. Den Haar hat Elgut ihn ganz schön abgekocht hier. Schön zu sehen. Jetzt ein Lau, da kommt Breuer aber mit gestrecktem Bein in Talaski reingeflogen. Der springt 5 Meter hoch, bekommt dafür keinen Freistoß. Pascal Schmidt kann den Ball in der Mitte jetzt erstmal erobern. Jetzt spielt den Ball drauf. Rankel, der legt sich den Ball selber vor, hat sich selber vor die Füße getreten, ist dabei gefallen. Mittlerweile der Ball schon wieder bei Schumacher gelandet ist. Schmidt den Ball sofort nach vorne. Ranke wieder aufgestanden, verlängert den Ball mit dem Kopf nach hinten auf Schmidt. Der kann den Ball nicht ganz erreichen. Die Fischen da jetzt wieder auf Höhe des 16-Meter-Raums. Werden von Winde angegriffen. Schade, kommt er nicht ganz dran. Jetzt langer Ball auf die linke Seite von Fischen geschlagen. Aber Tobor setzt sich gegen den Gegenspieler souverän durch. Klasse abgelaufen. Keine Gefahr für das KFC-Tor. Schumacher hat einen ganz ruhigen Mittag. Özdemir mit dem Pass auf Elgut. Der nimmt Achenbach links mit. Der guckt jetzt, wen er vorne anspielen könnte. Da steht Schmidt. Der wird gefoult. Auf Höhe der Mittellinie. Von hinten in die Füße getreten. Es war knapp an der gelben dran. Es gibt eine Ermahnung vom Schiedsrichter. Die Nummer 6, Philipp Reichert. Bisher als eine gelbe Karte, die war für Halle Götschelig aufgrund
das Elfmeter-reife Fouls gegen Charles Taki, der auch verletzt runter musste jetzt. Sah eigentlich gar nicht so gut aus. Achenbach schlägt den Ball jetzt auf die rechte Seite. Branges nimmt den Ball mit der Brust an, schön, steht dabei aber leider im Seitenaus. Es gibt einen Wurf für Fischer auf der linken Seite jetzt. Also auf der linken Fischerner Seite. Außer Tobor wird umgestoßen von seinem Gegenspieler, der kommt auf Freistoß. Mit dem Ball jetzt in Höhe der Mittellinie auf Tanju Öztürk. Der dreht sich erstmal wieder rum und nimmt Elgut mit. Der überläuft jetzt die Mittellinie, spielt dann quer nach links auf Achenbach. Der spielt die Linie lang auf Talarski. Der lässt den Ball durch die Füße, legt sich den Ball damit selber vor. Schön dringt jetzt in den Strafraum und zwei Leute gegen ihn. Verliert den Ball, dann Pascal Schmidt erobert den Ball wieder auf Achenbach. Da hätte man auch den zweiten Elfmeter jetzt geben können. Zwei knappe Sachen da, zweimal bei Schmidt und bei Talarski, als die Fischer dazwischen gegangen sind. Beide bleiben liegen. Bei Schmidt sieht das jetzt gar nicht so gut aus. Er hält die Hände vors Gesicht. Talarski ist schon wieder aufgestanden, er ist weiter fit. Schmidt liegt immer noch, wird behandelt. Und wir hoffen, dass wir jetzt nicht noch den zweiten Verletzten haben im ersten Saisonspiel. Und das sieht nicht gut aus. Ja, und das Zeichen kommt. Schmidt muss ausgetauscht werden. Na, das gibt es doch gar nicht. In der ersten Halbzeit der zweite Verletzte. Und wir sehen hier, das muss ich jetzt betonen, kein hartes Spiel. Da ist Pascal Schmidt gerade dazwischen gespritzt, als ein Fischliner den Ball wegschießen wollte. Hat den Ball weggespitzelt und der Fischliner hat durchgezogen. Kam aber auch von hinten da reingesprungen. Unglückliche Aktion. Ist sogar mit der Trage runtergemacht. Das sieht gar nicht gut aus, die Freunde des KFC bei Pascal Schmidt. Wenn man bei Taki noch davon ausgehen konnte, dass er sich da lieber runternimmt, bevor er hinterher gar nicht mehr laufen kann, wird Schmidt jetzt hier auf der Trage festgebunden. Er hat hier schon Zustand jetzt hier erstmal auf der Tribüne. Das sieht nicht gut aus. So, hier war wieder alles abgedreht. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Ich hoffe, ihr habt mitgekriegt, was bisher passiert ist. Der KFC führt immer noch mit 2:0. Wir sind jetzt in der 40. Spielminute. Die Auswechslung von Schmidt ist gerade erfolgt. Der zweite Verletzte, der vom Platz muss nach einem Foulspiel. Tja, tragische Sache für ihn jetzt, Dörfler. Auf dem Platz. Hoffen wir mal, dass er, also bei Schmidt sieht es nicht danach aus, dass er nächste Woche oder schweige denn am Mittwoch wieder fit sein könnte. Ja, alles Gute, Pascal Schmidt. Schauen wir mal, wie es weitergeht jetzt. Timo Achenbach auf der linken Seite versucht er sich den Ball vorzulegen, wird aber gestoppt von einem Fischer Abwehrbein, der den Ball erstmal ins Seiten ausschlägt. Achenbach mit dem Einwurf auf Frankel, versucht den Ball auf Achenbach zurückzupassen, wird aber ein Fischer dazwischen was machen. Und den Ball spielt den Ball auf die rechte Seite zu Selimir Zimir. Zimir läuft auf seinen Gegenspieler zu, wird dann von Binder ganz böse gelegt. Es war kein Netter. War nicht schlimm, jetzt nimmt der Stück wieder auf. Freistoß für den VfL Fischeln. Gute 12, 13 Meter vor dem Uhringer Strafraum, halbrechte Position.
schöner Özdemir und Kevin Breuer legen sich den Ball hin. Schauen wir mal, das sieht aus, als wenn Özdemir den aufs Tor schießen würde aus der Position. Das tut er auch. Der Ball streicht einen Meter am Tor vorbei. Ziemlich optimistisch, das waren gute 30, 32 Meter. Aus denen er da aus halb rechter Position aufs Tor geschossen hat. Boris Schumacher kann den Ball jetzt flach vom Oettinger Tor abschlagen. Gute 2 Minuten bis zum Pausenpfiff. Großartig nachspielen müssen wir nicht, auch wenn Schmidt und Taki ausgewechselt werden müssen. Auch bei Schmidt hat es nicht länger als eine Minute eigentlich gedauert. Der Ball jetzt in der Mitte der KFC-Hälfte bei Tecray, der gemächlich erstmal rüberspielt zu Elgut. Der wird jetzt angegriffen von Özdemir, spielt den Ball an die Strafraumgrenze, da wird der Ball von den Fischern dann wieder abgefangen. Machnik jetzt im Mittelkreis, versucht Binder auszuspielen, verliert aber den Ball. Schön von Öztürk auf Pranjes zurückgespielt. Pranjes spielt zu Achenbach, der mit einem langen Ball nach vorne. Den kann Rankel nicht erreichen, der schon der Gegenspieler schlägt den Ball einfach mal nach vorne ins Seitenhaus. Bubak Akacza war das. Hat sich gerade souverän gelöst. Achenbach mit dem Einwurf. Und Tecray wechselt jetzt die Seite zu Togo. Der steht jetzt in der Mittellinie alleine. Versucht jetzt einen Doppelpass mit Talaski zu spielen. Er kommt aber Leon Binder kommt an den Ball. Dann hat Johannes Dörfler sich durchgesetzt, marschiert Richtung Tor und der Schiedsrichter hat ein Handspiel von Dörfler gesehen dabei. Ja, gut. Schön dazwischen gegangen von Pranjes. Pranjes gut gekämpft, kann den Ball erobern, mitten im Spielaufbau der Fischlner. Jetzt versuchen sie es schnell zu machen. Jetzt wird Öztürk gefault. Wieder versucht er es von der Mittellinie aus, den Ball aufs Tor zu schlagen. Der Ball geht aber weit neben das Tor. Abstoß von Tor der Fischlner. Jetzt keine große Handschuhe, spielt jetzt an der Strafraumgrenze Breuer an, der steht aber neben Talaski. Talaski läuft ihn an, zurückgespielt auf Öcelik, der schlägt den Ball dann nach vorne, da steht nur Öztürk und hat den Ball erstmal in die eigenen Reihen geholt. Schön auf der linken Seite Achenbach mitgenommen, der spielt den Ball in den Strafraum gelupft auf Talaski, aber Öcelik hat aufgepasst, kommt raus, fängt den Ball ab. Und Kevin Breuer macht das Spiel jetzt schnell mit einem langen diagonalen Ball auf die linke Seite. Aber Tobor, schön, wie er da gegen seinen Gegenspieler sich durchsetzt und den Ball zum Schumacher zurückpasst. Also in der Abwehr brennt heute gar nichts an. Jetzt Türk mit einem schönen Ball auf die linke Seite zu Achenbach. Der nimmt Pranjes mit, der läuft jetzt in die Mitte des Spielfeldes zu Öztürk gepasst. Und der schlägt den Ball nach rechts raus zu Dörfler. Er steht da ganz allein auf der rechten Seite, legt sich den Ball etwas zu weit vor. Und dann kommt ein Fischlner dazwischen mit dem langen Bein und legt ihn erstmal. Es war auch ganz gut so, dass er den gelegt hat. Den Ball hat er sich so weit vorgelegt, da wäre er nicht mehr dran gekommen. Freistoß für den KFC. 10 Meter hinter der Mittellinie auf der rechten Seite. Öztürk schlägt den Ball quer nach links auf Pranjes. Der steht schon auf Höhe des Strafraums. Schön an seinem Gegenspieler vorbeigelegt. Steht jetzt im Strafraum. Jetzt hat der Schiedsrichter ein Stürmerfoul gepfiffen. Das habe ich beim Fußball auch noch nicht gehört. Ja, um den Diskussionen zu entgehen, pfeift der Schiedsrichter die ersten 45 Minuten des ersten Saisonspiels ab. Michael Ponomarev vor meiner Sprecherkabine grinst zufrieden. Lauter zufriedene Gesichter sehe ich hier. Souveräne Vorstellung des KFC. KFC führt mit 2:0 nach 45 Minuten durch die Tore von Talaski und Achenbach per Elfmeter in der 13. und 21. Minute. VfL Fischeln könnte sich nicht beschweren, wenn es 3 oder 4:0 steht. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit. Ich hoffe, dann wieder ohne Tonausfall. Ich melde mich bei euch gleich wieder. Bis gleich.
Liebe Leute, willkommen zurück zur zweiten Halbzeit des Oberligaspiels KFC Uerdingen gegen den VfR Fischeln. So, ich lege mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass wir heute knappe 2.500 Zuschauer haben. Da ist die Hälfte noch von in der Pause im Moment, wenn ich das richtig sehe. Der KFC steht aber schon bereit zum Anstoß. Und der Schiedsrichter gibt die zweite Hälfte frei. Hoffen wir mal, dass der KFC noch ein, zwei Dinger draufsetzen kann. Hoher Besuch ist auch hier. Alte Pokalsieger habe ich gerade oben in der Sky Lounge gesehen. Brickmann und Vollack gucken sich das Spiel auch an. Ist immer schön, wenn unsere alten verdienten Herren auch mal wieder im Stadion sehen. So, der VfR Fischeln jetzt im Angriff. Auf der linken Seite setzt sich die Nummer 20 da durch. Jetzt kommen Binder und Tecray und laufen den Ball ab. Es gibt Abschuss vom Tor des KFC durch Boris Schumacher, der den Kampf gegen Amitana dann wohl gewonnen hat. Haben wir zwei sehr gute Torleute, würde ich sagen. Insgesamt bin ich bei der Mannschaft schon sehr optimistisch, was ein bisschen traurig stimmt. Trübt die Stimmung doch ein bisschen hier. Zwei Verletzte in der ersten Halbzeit mit Charles Taki und vor allen Dingen Pascal Schmidt, der hier mit der Trage vom Platz gebracht worden ist nach einem unglücklichen Zweikampf. Da kann man dem Krefelder meines Erachtens gar keinen großen Vorwurf machen. So, Breuer jetzt in Höhe der Mittellinie am Ball. Ich möchte da jetzt einen Einwurf haben. Der Schiedsrichter war andersrum gesehen. Tobor darf den Ball auf der rechten Seite jetzt einwerfen. Spielt wieder zu Öztürk. Hier wieder zu Tobor. Und Breuer schlägt den Ball wieder mit einer Grätsche ins Aus. Tobor schießt also wieder mit dem Einwurf. Im Moment ziemlich wenig Bewegung noch auf dem Platz. Lang gespielt auf Dörfler. Der spielt zwei Gegenspieler aus. Sehr schön. Jetzt noch gegen den dritten. Kann er sich nicht durchsetzen. Kevin Enke läuft ihn da ab und beim Versuch an den Ball zu kommen, pfeift der Schiedsrichter einen Freistoß. Freistoß also für den VfR Fischeln, jetzt lang auf die linke Seite geschlagen. Da steht die Nummer 20 wieder und kann den Ball in den Strafraum bringen. Aber Christian Kleier darf gepasst und schlägt den Ball erstmal wieder raus. Der Ball jetzt wieder an der Mittellinie. Jetzt kommen auch langsam alle Leute wieder auf die Tribüne zurück. Deswegen muss ich hier ein bisschen den Kopf recken, um überhaupt noch was sehen zu können. Einwurf von Fischeln. Mit dem Kopf dazwischen gegangen von Öztürk, aber die Nummer 20 auf der linken Seite. Alexander Lipinski ist das. Ziemlich auffällig, setzt sich da gegen seinen Gegenspieler durch und Sascha Tobor kickt den Ball dann ins Tor aus, wenn ich das richtig gesehen habe, zur dritten Ecke für den VfR Fischeln. Ja, richtig. Wieder Fischeln mit einer Ecke. Breuer wird die wieder reinbringen. Jetzt lang reingebaut an den 5-Meter-Raum. Verlängert mit dem Fuß von Selim Özdemir, aber dann rausgeschlagen von einem Uerdinger Abwehrspieler. Weit in die Fischener Hälfte jetzt. Özelik hat jetzt den Ball und schlägt den Ball mit dem Fuß jetzt wieder. Versuch auf die linke Seite Kevin Breuer zu schicken. Das landet aber auf dem Kopf von Sascha Tobor. Und der spielt den Ball jetzt erstmal in die Mitte zu Öztürk. Dessen Pass auf Ranke kommt aber nicht an und Machnik jetzt Richtung Strafraum unterwegs, spielt ein, zwei Gegenspieler aus, bleibt dann an Tobor hängen. Tobor schlägt den Ball in Seiten aus, weil zwei Gegenspieler gleich im Mittelkreis bei einem Zweikampf, den ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, liegen geblieben sind. Das sind Ranke und sein Gegenspieler Burak Akarca. Ranke steht wieder, Akarca
setzt sich noch ein bisschen auf den Rasen, steht jetzt auch wieder auf, scheint auch nicht weiter passiert zu sein. Aber den zwei Verletzten, die wir schon hatten, das ist jetzt schon mal wieder ein paar Schreckmomente. Wir wollen ja nicht noch mehr haben hier. Tanju Öztürk jetzt mit einem langen diagonalen Ball auf die linke Seite. Schön in den Lauf von Alexander Pranjes. Der Gegenspieler fällt hin. Pranjes alleine vor dem Tor schießt und ein Meter über die Latte. Schade. Da hätte er etwas zu überhastet, hat er da abgeschlossen. Gegenspieler Lukas Reinhardt hat sich da selbst vertreten und ist hingefallen. Dadurch stand Pranjes ganz alleine vor Özelik. Halblinke Position, hätte auch noch ein, zwei Meter laufen können, schießt aber sofort aufs Tor und dann einen Meter über die Latte. Schade, da hätte man wesentlich mehr draus machen können. Aber der KFC setzt da an, wo er aufgehört hat, in der ersten Hälfte. Schön von Tobor jetzt auf rechts, auf Dörfler, aber der Ball landet leider am Tor aus. Da wäre er alleine durch gewesen, etwas zu lang. Langer Einwurf jetzt. Ja, Fischer, ein Abwehrspieler, wieder mit dem Kopf von Elgut dazwischen gegangen. Dann versucht Dörfler mit Talaske einen Doppelpass zu spielen. Dörfler wird vom Gegenspieler gehalten und bekommt dafür einen Freistoß. Ja, absolut berechtigt. Ungefähr 10 Meter hinter der Mittellinie, rechte Seite. Der KFC jetzt einen Freistoß, der wird kurz ausgeführt. Tobor auf Binder, der wieder auf Tobor, der auf Dörfler. Binder versucht sich da freizulaufen. Aber ein Fischelner Abwehrbein dazwischen. Jetzt der direkte Gegenzug auf der linken Seite wieder Lipinski. Bleibt aber bei Binder wieder hängen, der wieder hinten angekommen ist. Robert den Ball zurück. Spielt zu Schumacher, der mit einem langen Ball auf Rankel in die Mitte, der mit dem Kopf auf die linke Seite schön ablegt. Auf Achenbach, dessen Flanke ist aber zu kurz, dass die Fischen erstmal wieder dazwischen gehen können. Achenbach greift jetzt früh an, fehlt jetzt hinten auf der Abwehrseite. Da versuchen die Fischen da durchzugehen, schaffen sie auch. Und glücklicherweise bleibt Reinhardt wieder mit dem Fuß am Ball hängen und legt sich dabei hin. Da wäre er durch gewesen. Schöner Seitenwechsel jetzt auf die rechte Seite zu Dörfler. Dörfler läuft auf seinen Gegenspieler zu, spielt dann in die Mitte zu Rankel. Doppelpass. Dörfler hat jetzt in der Mitte des Strafraums den Ball, versucht aus 18 Metern abzuziehen, aber trifft den Ball nicht richtig und der Ball geht weit am Tor vorbei. Gute Position, aber das scheint jetzt der linke Fuß nicht der stärkste zu sein. Wieder Abschlag vom Tor des VfL Fischer. Seite in der Mitte des Spielfeldes in den Fängen der Fischelner noch. David Machnik dreht sich da auf engstem Raum um seinen Gegenspieler, spielt nach vorne auf Selim Özdemir, der läuft jetzt in die Mitte, verliert den Ball dabei gegen Binder. Dörfler ist auch mit hinten. Welche Rolle der so spielt im Moment ist mir noch nicht so ganz klar. Auf der rechten Seite steht jetzt Binder. Ich denke mal, die haben nur die Position getauscht. Jetzt langer Ball nach vorne auf Rankel. Rankel steht im 16-Meter-Raum. Nimmt den Ball direkt aus ca. 11 Metern Entfernung, halblinke Position, und der Ball streicht wieder 2 Meter übers Tor. Ja, Akacza, klarer Verlierer im Duell. Rankel, Akacza. Rankel kann sich ein ums andere Mal, wenn er lang geschickt wird, gegen ihn durchsetzen, den Ball super abschirmen. Das ist ja auch seine große Stärke. Neben dem Torriecher, den er hat, wird es ihm gönnen, heute auch noch sein Tor zu machen. Langes Bein vom Fischelner Spieler gegen Leon Binder. Wieder höchste Verletzungsgefahr. Da könnte der Schütze sich da ruhig mal ein Kärtchen rausholen. Christos Pappas ist das, der in der zweiten Halbzeit aufs Spielfeld gekommen ist. Ich weiß nicht, ob er da ein Zeichen setzen wollte als sogenannter Führungsspieler. Völlig unnötiges langes Bein da gegen Leon Binder, der sich möglicherweise jetzt nicht großartig verletzt hat. Öztürk spielt den Ball auch in die Mitte zu Talaske, schießt sich, da passt das aber nicht. Und ich möchte gerne, dass der Freistoß nochmal neu ausgeführt wird.
Und dann nimmt sich halt Patrick Elgut den Ball und schlägt den Ball jetzt auf die linke Seite zu Achenbach, der sich nach vorne geschlichen hat. Nimmt den Ball Volley in die Mitte auf den Elfmeterpunkt, da steht aber leider keiner und der Ball trudelt leider ins Tor aus. Schön gemacht von Achenbach. Hat aber keiner in der Mitte mit gerechnet. Er stand zu weit weg, um diesen Ball erreichen zu können. Und es gibt mal wieder einen Abschlag von Öcalik. Der hat, glaube ich, die meisten Ballkontakte bei dem Fischer neben Kevin Breuer und David Machnik. War länger von Özdemir mit dem Kopf, aber da steht wieder Sascha Thomo. Den hat Lipinski kaum eine Chance. Jetzt weit nach vorne geschlagen, der Ball landet aber wieder am Tor aus. Einwurf von Fischer, von Simon Kuschel. Auf Özdemir, der dreht sich, stand mit dem Rücken zum Tor, dreht sich rum, verliert den Ball dann aber gegen Leon Binder, der wieder richtig kraftvoll dazwischen geht. Jetzt war es dem Schiedsrichter etwas zu kraftvoll und es gibt einen Freistoß für den VfB Fischeln. Ungefähr 30 Meter vor dem Tor an der linken Außenlinie legt sich Kevin Breuer den Ball hin. Dörfler steht als alleiniger Mann in der Mauer. Jetzt kommt der Ball reingesegelt Richtung Elfmeterpunkt. Da stehen aber nur Uerdinger. Erstmal Ranke köpft den Ball, aber genau in die Füße von Kevin Breuer zurück. Der versucht sich jetzt da irgendwie frei zu spielen. Kann sich auch gegen zwei Leute durchsetzen. Gegen den dritten dringt jetzt in den Strafraum ein. Öztürk ist der Letzte, an dem er hängen bleibt. Der spielt den Ball aber leider nur nach draußen rein. Und was hat der Schiedsrichter jetzt gesehen? Glücklicherweise eine Abseitsposition, als der Ball auf die linke Seite rausgespielt wurde. Die Flanke landete nämlich bei einem im 5-Meter-Raum völlig freistehenden Fischelner. Der hätte nur noch nicken müssen. Ja, der KFC darf jetzt hier nicht in Lethargie verfallen, sondern sollte schleunigst das 3-0 nachlegen. 2-0 kann trügerisch sein, wenn wir das 2-1 kassieren, dann schnell gehen. Langer Abschlag von Schumacher mit dem Kopf. Erstmal von Kuschel ins Seitenaus befördert. Tobor jetzt in der Mitte der Fischlinger Hälfte, wirft den Ball auf Dörfler. Der nimmt noch Binder mit in der Mitte. Schöner Doppelpass zwischen Dörfler und Tobor rechts. Tobor kann sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzen rechts, aber dann bleibt er am dritten wieder hängen. Er wird erstmal wieder Richtung Mittellinie geschlagen. Chris Tecray jetzt schön den Ball erobert, verliert den Ball aber direkt wieder. Linke Seite jetzt Özdemir versucht den Ball auf Breuer weiterzuleiten. Aber Elgut hat gut aufgepasst und befördert den Ball erstmal ins Seiten aus. Jetzt wieder auf die rechte Seite gepasst. Auf den rechten Verteidiger Reinhardt. Jetzt kommt der Ball in die Mitte. Da tritt Tecray über den Ball und dadurch steht Lipinski fast alleine vor dem Tor und schießt den Ball direkt, ist ein bisschen überrascht. Der Ball rutscht ihm über den Schlappen und geht aber weit, weit, weit am Tor vorbei. Ja, Tackle wollte den Ball aus dem 16er befördern, tritt dabei über den Ball. Glücklicherweise Lipinski zu überrascht. Und es gibt wieder einen Abschlag, diesmal vom Uerdinger Tor. Weit. Öztürk hat den zweiten Ball, spielt dann auf der linken Seite Pranjes den Ball etwas zu weit. Und der Ball im Tor aus, jetzt hat sich Kevin Breuer wehgetan, bleibt im Mittelkreis liegen. Scheint aber keine groß beeinträchtigende Verletzung zu sein, er ist wieder aufgestanden. Das Spiel kann weitergehen. Fischeln jetzt im Ballbesitz in Person von Özcelik im eigenen Strafraum. Der Ball jetzt nach vorne. Querpass auf die linke Seite. Jetzt versucht nach vorne steil zu spielen. Da steht man mit Chris Tecray. Der spielt den Ball aber leider ohne Sinn und Verstand. Einfach mal nach vorne wieder in die Füße eines Fischelner Spielers. Jetzt versuchen die Fischelner also die rechte Seite mal einen Angriff aufzubauen. Da macht nicht jetzt in halbrechter Position, läuft Richtung Mittelfeld, auf Papas rüber gespielt.
Machnik wieder, der versucht da Tobor auszuspielen. Tobor kann den Ball aber erstmal über die Seitenlinie befördern. Jetzt gibt es eine Auswechslung beim VfR Fischen. Semi Ergin wird aufs Feld kommen. Und wenn ich jetzt richtig sehe, ist Alexander Lipinski, der den Platz verlässt. Für den KFC. Lukas Schumacher schlägt den Ball jetzt aus seinem eigenen Fünfer weit in die Fischenhälfte auf Alexander Pranjes auf die linke Seite. Der kann den Ball schön annehmen, geht dann in die Mitte rein, versucht Talaski im Strafraum einzusetzen, aber da kommt erstmal Reinhardt dazwischen und schlägt den Ball wieder raus. Nächster Angriff rollt über die rechte Seite, Johannes Dörfler. Ja, durch die zwei Auswechslungen gab es einen kleinen Bruch, muss ich sagen. Tobor versucht auf der rechten Seite Rankel zu schicken. Da rennt wieder ein Fischelner dazwischen und schlägt den Ball erstmal wieder planlos raus. Wieder Tobor auf der rechten Seite. Fischelner kann nur schön. Binder wirft den Ball direkt ein. Die Linie lang auf Danny Rankel. Der steht jetzt auf der rechten Seite. Passt zurück zu Binder. Der flankt lang auf Pranjes mit dem Kopf. Ein Meter neben das Tor. War auch nicht genug Schmackes hinter. Den hätte Özelik gehalten, wenn er aufs Tor gekommen wäre. Aber mal wieder, endlich mal wieder ein Angriff und eine kleine Chance für den KFC. Wir sind schon in der 60. Spielminute. Langsam könnte mal wieder was passieren. Langer Ball jetzt nach vorne auf Rankel. Rankel nimmt erstmal Öztürk am Mittelkreis mit. Der spielt den Ball direkt nach links raus auf Achenbach. Achenbach auf der linken Seite, jetzt an den Strafraum gepasst. Da steht wieder Rankel. Läuft erstmal ein Stück zurück, spielt den Ball zurück auf Leon Binder. Der steht jetzt ungefähr 15 Meter vor dem Strafraum. Spielt auf die rechte Seite zu Tobor, bekommt den Ball jetzt direkt wieder zurück. Wird angegriffen, weitergeleitet auf Talaski. Talaski versucht, zwei Gegenspieler aussteigen zu lassen. Hat nicht funktioniert. Erobert den Ball aber sofort nach Verlust zurück. Sehr gut gemacht. Und Öztürk spielt erstmal wieder hinten rum. Jetzt Tekray mit einem Steilpass auf die linke Seite. Wieder zu Achenbach. Der nimmt den Ball locker runter. Schön gepasst. Nochmal rüber gepasst. Da steht Rankel leider ein kleines Stück zu weit hinten, um den direkt weitergeleiteten Ball von Achenbach verwerten zu können. Nimmt der KFC langsam das Heft wieder in die Hand. Da kommt jetzt wieder Pranjes angelaufen nach dem Kopfballabwehr von Elgut. Erobert er den Ball schön am Rande des Fischener Strafraums. Spielt den Ball jetzt erstmal wieder zurück auf Achenbach. Achenbach wieder ganz nach hinten zu Elgut. Elgut im Mittelkreis stehenden Binder. Der nimmt dann Öztürk mit. Der spielt sein Gegenspiel aus und wird dann gelegt. Gibt einen Freistoß. Letzte Ermahnung vom Schiedsrichter. Da hatten wir jetzt gesagt, das war das dritte Foul. Das ist die letzte Ermahnung. Habe ich auch selten gesehen. Das ist wieder Philipp Reichert gewesen. Elgut jetzt beim Freistoß am Mittelkreis. Zentrale Position. Gucken, wie er das jetzt lösen wird. Das sieht momentan nicht so aus, als hätten sie da eine Idee. Erstmal Querpass auf Tobor, auf die rechte Seite. Tobor nimmt am Strafraum Talaski mit, läuft sich dann direkt wieder frei. Tobor spielt den Ball auf Tobor, aber im letzten Moment kommt ein Fischelner dazwischen. Weit nach vorne geschlagen, da steht Özdemir alleine auf der linken Seite. Der versucht jetzt Tekray aussteigen zu lassen. Schafft er nicht, lässt sich fallen, bekommt keinen Freistoß dafür. Fehlpass von Sascha Tobor, dazwischen gespritzt. Jetzt können die Fischelner, schöner Pass von David Machnik auf die rechte Seite, aber im letzten Moment ist Pranjes mit nach hinten gelaufen mit einer Grätsche, den Ball zurück zu Moritz Schumacher befördern, bevor Reinhardt da durchlaufen konnte. Tempo jetzt wieder ein bisschen mehr angezogen. Jetzt die Fischelner auf der rechten Seite.
versuchen wieder einen Angriff aufzubauen. Alles sehr eng, da machen die Uerdinger. Es ist schwierig durchzukommen. Gut aufgepasst, gut Auge erobert den Ball jetzt. Dörfler auf der rechten Seite versucht sich da durchzusetzen. Ja, und kann sich nur regelwidrig gegen seinen Gegenspieler durchsetzen. Sieht ein bisschen unbeholfen aus, wenn er läuft. Letztes Jahr mit Duisburg 2-2 sehr gute Spiele gegen den KFC gemacht hat. Ja, regelmäßiger spielt. Haben wir von ihm auch noch was zu sehen kriegen, bin ich mir sicher. Jetzt sehr schöner Spielzug vom Fischl nach Özdemir alleine vor dem Tor und schön gehalten von Moritz Schumacher. Doppelpass von, ein einfacher Doppelpass von Özdemir mit Kevin Breuer, hebelt die ganze Abwehr aus und da steht Özdemir plötzlich alleine vor Moritz Schumacher. Den hat er super gehalten. Und schon wieder der Ball vorne in der Fischlner Hälfte bei Danny Rankel. Der spielt ihn weiter in die Mitte zu Öztürken. Dann wieder rausgeschlagen von Fischln. Erstmal durchatmen ins Tor aus, auf die Nordtribüne gebolzt. Einwurf für den KFC. In Höhe der Mittellinie durch Alexander Pranjes. Er lässt den Ball jetzt für Achenbach liegen. Läuft sich lieber selber auf der linken Seite frei, bekommt den Ball jetzt auch weit zugeworfen, kurz mit dem Kopf abtropfen lassen, aber da steht Rankel, der spielt einen Gegenspieler aus. Nein, kann er nicht. Letzte Sekunde gestoppt worden. Fischeln versucht wieder zu kontern, aber die Gönninger greifen sehr früh an. Sehr gut gemacht, Ball wieder erobert, Elgut im Ballbesitz, der verzettelt sich da ein bisschen, hat fast den Ball verloren, spielt jetzt auf Achenbach raus und dann wird Rankel eigentlich von hinten mit gestreckten Beinen gefoult. Schiedsrichter hat wieder nichts gesehen. Rankel bleibt liegen und der Ball wird jetzt erstmal ins Tor ausbefördert. Weil Danny Rankel behandelt werden muss. Oder? Steht er wieder auf? Ah, wälzt sich noch ein bisschen auf dem Rasen. Muss noch ein bisschen Drama müssen wir noch haben. Schiedsrichter sagt, brauchen keine Behandlung. Geht wieder weiter. Da wollte der gute Danny nur ein bisschen Nachdruck verleihen, dass es auch wirklich ein Foul war. Spieler nutzen die ganze Sache jetzt mal für eine Getränkepause. Wunderbares Fußballwetter eigentlich heute, 22 Grad. Fischeln jetzt im Ballbesitz in der eigenen Hälfte. Kuschel auf der linken Seite. Rotschopf treibt den Ball jetzt nach vorne, nimmt Kevin Breuer mit. Der versucht, den Gegenspieler Sascha Turber aussteigen zu lassen, aber nicht mit Breuer. Der hat den Ball erobert und versucht, einen schnellen Gegenzug einzuleiten. Öztürk jetzt in der Mitte, spielt den Ball nach rechts auf Talarski. Der kann schön in die Mitte passen. Da steht Dani Rankel, verpasst den Ball und ein Fischeln erfasst mit dem Eigentor. Schön schnell gespielt auf die rechte Seite zu Talarski. Der passt den Ball sofort Richtung 5-Meter-Raum. Und Dani Rankel im Laufduell mit Burak Akacza. Aber Akacza steht nur hinter ihm. Leider Rankel einen Schritt zu langsam, um den Ball noch ins Tor zu spitzeln. Und Akacza kann den Ball dann zwar Richtung Tor, aber zum Glück für Fischl übers Tor zur zweiten Ecke für den KFC befördern, die jetzt reingebracht wird von Timo Achenbach auf den 5-Meter-Raum. Da steht mit der Nummer 7 der Danny Rankel mal wieder und köpft den Ball 1 Meter neben das Tor. Ganz alleine gelassen. Schade. Riesenchance für Danny Rankel. Ja, die Ecken sind gefährlich, die wir spielen. So viel können wir schon mal festhalten. Fischeln jetzt wieder mit dem Versuch, einen Angriff aufbauen zu können, aber bisher noch keine große Gefahr für das Tor von Moritz Schumacher. Jetzt ein langer Ball wieder Richtung Tor und der wurde fast gefährlich, weil Tekray den Richtung Tor verlängert und Moritz Schumacher nicht ganz mit der Richtung gerechnet hat, aber gut reagiert und kann den Ball locker erreichen. Jetzt Achenbach mit einem Chipball auf Rankel, der wird von hinten wieder von Akacza umgetreten und der hat jetzt aber langsam wirklich mal die gelbe Karte verdient. Sieht der Schiedsrichter anders. Akacza völlig hilflos gegen Danny Rankel, verliert eigentlich jeden Zweikampf. Weiß ich meistens nur mit Foulspielen zu retten. Und der Danny kriegt schon einiges ab während dem Spiel.
Richtung Strafraum, während Elgut den Ball auf die rechte Seite zu Dörfler passte und schön runterholt. Muss aber erstmal wieder zurück zu Tobor spielen, der versucht jetzt in die Mitte zu ziehen, hat zwei Gegenspieler, sperrt da schön frei für Öztürk, der jetzt wieder auf rechts spielt zu Dörfler. Da steht noch Binder auf der rechten Seite. Dörfler immer noch an der Seitenauslinie im Ballbesitz, spielt dann zu Binder und dann kommt unser Freund mit der Nummer 6, Philipp Reichert, und bettelt, endlich die gelbe Karte erreichen zu dürfen. Hält ihm da Füßchen und dafür überhält er dann endlich die Karte, die er sich hier mehr als verdient hat. Leon Binder ist aber hart im Nehmen. Steht wieder. Freistoß für den KFC. Halbrechte Position. 10 Meter hinter der Mittellinie. Schauen wir mal, ob er da hier reingebracht wird oder nicht. Nein, keiner vorne. Im KFC, außer Danny Rankel, das glaube ich kaum. Ne? Erstmal Talaski kurz angespielt. Doppelpass mit Binder. Der spielt jetzt in den freien Raum für Dörfler. Der kam nicht ganz an den Ball. Und sein Gegenspieler befördert den Ball ins Seiten aus, kurz vor der Eckfahne. So, Einwurf von Tobor führt an, direkt an der Eckfahne, erstmal von den Fischeln dann weggeschlagen. Da steht aber Dörfler und versucht nochmal auf der rechten Seite, spielt wieder in dieses Dreieck rein auf Talaski, der den Ball erstmal gegen Pappas verliert, schlägt den Ball nach vorne zu Reichert. Das war eigentlich ein Foulspiel von, ja, muss man pfeifen, von Tecray, der seinem Gegenspieler da den Kopf runtergedrückt hat, Selim Özdemir. Der Schiedsrichter erstmal geguckt, ob es einen Vorteil gibt. Jetzt sehr optimistisch, den Ball mindestens 20 Meter vor den Tatort nach vorne gelegt. Das wird zurückgepfiffen vom Schiedsrichter, legt ihn wieder hin, jetzt sagt der Schiedsrichter, ist okay. Naja. Für die Schiedsrichter in der Oberliga brauchen wir nicht mehr weiter Worte zu verlieren. Tecray schlägt den Ball erstmal wieder in die Hälfte der Fischeln an. Ranke versucht an den Ball zu kommen. Bedrängt Enke so, dass er den Ball mit dem Kopf ins Seiten aus befördern muss. Und es gibt erstmal wieder Einwurf von Sascha Tobor auf der rechten Seite. Ungefähr 10 Meter in der Hälfte der Fischeln. Verliert Tobor den Ball im Zweikampf, den Kuschel, aber der Schiedsrichter hat eine Foul gesehen. Ich kann es gesehen, es gibt trotzdem einen Freistoß für den KFC. Tobor kurz, ein sehr riskanter Ball zurück zu Tecray, der muss den Ball erstmal nach hinten rausschlagen. Und da stand Rackel eigentlich im Abseits. Und es gibt einen Freistoß für den VfR Fischeln. KFC tut momentan nicht mehr als nötig, um dies 2:0 zu verwalten. Mittlerweile haben wir schon die 72. Spielminute. Fischelns Mittel zu beschränkt, um den KFC hier in Bedrängnis bringen zu können. Pranjes versucht jetzt mal auf der rechten Seite Talaski zu schicken. Er kann den Ball auch noch erreichen an der rechten Seitenauslinie. Flankt jetzt lang. Da kommt wieder. Nein, da kommt diesmal Achenbach. Ja, der muss aber bis zur Eckfahne laufen, um den Ball erreichen zu können. Pranjes hilft ihm da. Setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch. Flankt von der Eckfahne in den 5-Meter-Raum. Aber den Kopf von Akacza erstmal aus dem 5-Meter-Raum befördert. Trotzdem kann Öztürk den zweiten Ball erlaufen. Aber leider erstmal wieder Einwurf für den VfR Fischeln auf der rechten Seite. Ja, in der zweiten Halbzeit ein, zwei Tore hätten wir uns dann doch schon gewünscht, die durchaus möglich sind gegen diesen limitierten Gegner hier. Wobei man immer sagen muss, dass zwei sehr starke Spieler wie Taki und Schmidt dann natürlich auch fehlen, auch wenn wir sie hochwertig ersetzen können durch Pranjes und Dörfler. Ja, Stahlplatz jetzt gerade vom Fischelner Abwehrspieler landet wieder mal in den Fängen von Moritz Schumacher, weil da vorne auch nie einer steht, der diesen Pass erreichen könnte. Binder spielt jetzt zu Elgut, der mit einem schönen Pass in die Schnittstelle auf Pranjes, der versucht mit einem Trick Dani Rankel einzusetzen. Der bleibt über einem Bein von Kevin Enke hängen. Das
Schweiz. Ein böses Foul von Leon Binder, der David Machnik da von hinten in die Beine springt. Der ist dann doch ein bisschen übermotiviert manchmal. Der junge Mann bekommt dafür jetzt auch meines Erachtens zu Recht die gelbe Karte. Und es gibt einen wirklich unnötigen Freistoß für den VfL Fischeln, 10 Meter vor dem Uerdinger Strafraum, halb rechts. Den sich natürlich wieder Kevin Breuer zurechtlegt. Es wird eine Flanke Richtung 5 Meter Raum werden. Kommt die Flanke rein, Kopfball von Fischeln. Genau in die Arme von Moritz Schumacher. Ja, höchst gefährliche Aktion. Und wenn man dann hier den Anschlusstreffer kriegt, dann hat man noch eine unruhige letzte Viertelstunde. Deswegen sollte der KFC jetzt wirklich mal für klare Verhältnisse sorgen. Öztürk. Gut geschätzt. 2356 Zuschauer heute. Da muss Michael Ponomarev nochmal nach. Fragen bei Niklas Weinheit, ob es wirklich nur 2-3 waren, und der nickt. Ganz ordentlicher Besuch, sind knappe 2.500 Zuschauer. Nach der letzten Saison muss man da auch erstmal mit zufrieden sein. Eine gute Stimmung haben wir hier durch den Dauersupport, der wieder da ist aus Block K. Das Spiel jetzt ein bisschen zerfahren. Josef Czerwski wird jetzt nochmal auswechseln. Bringt hier Dustin Orléans. David Machnik hat den Platz verlassen. Jetzt wieder ein Angriff der Fischern über die linke Seite, wieder bei Kevin Breuer von Kuschel. Versucht jetzt einer Flanke durch Binder unterbunden. Mit schneller Gegenangriff Binder auf Palaski, der stoppt aber erstmal ab und dann dreht sich Binder zur falschen Seite und rennt in Özdemir rein. Direkter Gegenzug, jetzt wieder der Fischer, der Breuer am Ball, am Strafraum Eck, linke Seite. Fehler wieder gut gemacht von Leon Binder, gut den Ball zurückerobert, und dann kann sich Breuer den Ball eigentlich nur durch ein Foulspiel zurückholen, hat der Schiedsrichter aber anders gesehen. Breuer immer noch in Ballbesitz jetzt im Strafraum, aber jetzt hat Tanju Öztürk endlich aufgepasst. Diesmal hat Breuer keine Lust mehr ins Dribbling zu gehen und schlägt den Ball erstmal wieder einfach Richtung Mittellinie. Er hat aber wieder die Nummer 3 der Fischer da den Ball. Ja, hatte da irgendeine Idee, die sonst keiner nachvollziehen konnte. Der Ball landet wieder im Strafraum in den Armen von Moritz Schumacher, der das Trikot mit Sicherheit nicht nass hat nach diesem Spiel. Elgut jetzt auf der linken Seite, schöner Steilpass nach vorne auf Achenbach, der ist jetzt auf der linken Seite schon durch Höhe des Strafraums, passt er nach innen, Talarski kann den Ball erlaufen, jetzt steht auf der rechten Seite Dörfler ganz alleine, das war kein Foulspiel, nein, das hat er einfach nur schlecht gemacht, hätte sich den Ball anders vorgelegt, hätte er alleine vorm Tor gestanden, so ist er eigentlich nur in den Abwehrmann reingelaufen. Özdemir jetzt, oh, mit der Möglichkeit lässt den Ball wieder liegen, war ein bisschen aufgeregt. Talaski mit dem Gegenzug auf der linken Seite, könnte man jetzt Achenbach, nein, Pranjes wieder weit lang schicken, weil er da keinen Gegenspieler hat im Moment. Der Ball ist jetzt auf der linken Seite angekommen, war noch bei Achenbach, der passt jetzt zu Pranjes rüber, jetzt ist die Lücke dazu, um nach vorne durchzukommen, dann muss Pranjes jetzt mal abbrechen. Geht wieder zurück in die eigene Hälfte zu Elgut. Der zu Techray, und Techray nimmt Schumacher mit, der nutzt die ganze Sache, um die Seite zu wechseln. Leon Binder jetzt auf der rechten Seite zu Tobor. Tobor genau an der Mittellinie. Spielt dann quer zu Tanju Öztürk, der hat jetzt mal ein bisschen Platz, ist jetzt 10 Meter in der Hälfte der Fischelner. Spielt zu Pranjes, immer noch in der Mitte der Fischelner. Talarski jetzt auf die rechte Seite rüber zu Tobor, da kommt aber gerade noch ein... Oh, jetzt gibt es aber ein Foulspiel von Fischeln. Das ist sich dann wieder nicht gesehen gegen Tobor. Ja, Tobor ist auch ein ziemliches Leichtgewicht. Der fällt natürlich schnell.
Da kommt der mit einem langen Bein gegen den Fischelner angelaufen und der Schiedsrichter auch nicht gepfiffen. Özdemir auf der linken Seite noch einen Ballbesitz, setzt sich gegen drei Gegenspieler durch, dann ein langer Ball auf die rechte Seite. Da steht aber Achenbach und kann den Ball erstmal mit dem Kopf raus, aber wieder in die Fischelner Beine. Kevin Breuer jetzt 10 Meter vor dem Tor, Querpass, Schuss aus 16 Meter Entfernung auf das Gehäuse von Moritz Schumacher, der sich über dieses Warmschießen freut. Greift sich den Ball, wirft sofort ab, Tanju Özürk. Träger spielt wieder auf Tekray und der zu Schumacher. Ja, der KFC lässt es langsam angehen, scheint mit dem 2:0 dann doch mehr als zufrieden zu sein, finde ich dann doch. Nach dem Verlauf der ersten Halbzeit finde ich das als ein bisschen zu wenig. Jetzt sind mal ein paar Zuschauer da, dann könnte man ruhig noch mal einen draufsetzen, aber man will ja nicht meckern. Man könnte auch direkt ein Zeichen setzen hier, versuchen die Tabellenführung am ersten Spieltag direkt zu übernehmen. Fischer nicht gerade ein großer Gegner. Ja, dann sind wir wieder die Hunde der Ultras hier an. Jetzt kommt Achenbach mit einem langen Ball auf Dörfler, der mit dem Kopf in die Mitte weitergeleitet auf Pranjes, aber gut aufgepasst von Halil Öcalik, der rausläuft und den Ball abfangen kann. Ja, beinahe mal wieder eine gefährliche Situation gewesen. Wieder Özdemir, sie lassen die Fischeln dann ein bisschen kommen jetzt. Özdemir, ein langer Ball auf die linke Seite, wird er laufen. Und sein Mitspieler, der zieht jetzt nach innen, angegriffen von Tobor. Der Pass in der Mitte. 16 Meter vor dem Tor, kommt frei zum Schuss, aber ungefähr 10 Meter übers Tor, keine Gefahr. Moritz Schumacher. Und jetzt wechselt auch der KFC ein letztes Mal. Fabio Farian wird den Platz betreten. Leon Binder wird dafür den Platz verlassen. Ja, sieht ganz so aus. Binder schwer geschuftet, viel gelaufen, gut gefightet. Kommt seinen verdienten Applaus heute. Zwischendurch mal mit der einen oder anderen Nachlässigkeit. Auch André Pavlak ist mit ihm zufrieden. Klatscht sich mit ihm ab. Ja, ein Tor wäre es noch. Im Moment wäre es das. Wäre das die Tabellenführung mit dem VfB Homberg zusammen, der 3:0 gegen Düsseldorf West führt. Ansonsten gibt es kein höheres Ergebnis. Vielleicht sehen wir ja in den letzten 10 Minuten hier noch ein Türchen. In den letzten 8 Minuten sogar. Kurzweiliges Spiel. Macht richtig Spaß zuzugucken beim KFC. Keiner lässt sich hängen. Souverän. Jetzt in der zweiten Halbzeit kein besonders gutes Spiel, aber der KFC kontrolliert doch das Geschehen hier. Ja, schönes Fazit kann man ziehen. Die Bude einigermaßen voll mit 2300 Zuschauern. Wer mit viel mehr gerechnet hat, ich halte das für illusorisch. Kulisse macht Spaß, wir haben wieder Stimmung in der Bude. Wenn wir das am Mittwoch auch in Essen so rüberkriegen, dann bin ich sehr optimistisch. Nächster Angriff der Fischelner über Breuer, schön. Dörfler mit nach hinten gelaufen und kann den Ball zur Ecke abgrätschen. Das ist dann die vierte Ecke für den VfL Fischeln. Wieder Breuer auf den 5-Meter-Raum. Da steht aber Dani Rankel und köpft den Ball erstmal ins Seitenhaus. Das ist ein Einwurf für den VfR an der Eckfahne. Dörfler erobert dieser Einwurf. Versucht den Ball nach vorne zu Fabian. Landet wieder im Aus. Jetzt ein langer Einwurf. Özdemir in den Strafraum eingegriffen und da steht es noch 2:1. Aus
fast von der Seitenauslinie an Schumacher vorbei ins Tor. Da sah Schumacher nicht besonders gut aus. Langer Einwurf, ja. Kollektives Pennen im Strafraum des KFC. Özdemir setzt sich durch und zieht einen Meter vor der Grundlinie, fünf Meter vor dem Tor ab, aus linker Position, und schafft es tatsächlich irgendwie an Maurice Schumacher, den Ball in die lange Ecke zu schießen. Und es steht nur noch 2:1. So, und jetzt haben wir noch 5 Minuten zu spielen. Und es wird nochmal spannend. Völlig unnötig. KFC im Ballbesitz. Linke Seite Pranjes, schon auf Höhe des Strafraums. Spielt zurück zu Achenbach, der ist jetzt an der Strafraumkante. Spielt nochmal zurück zu Pranjes, der jetzt den Ball versucht reinzuflanken. Der ist aber ein bisschen zu nah ans Tor, aber auch sehr weit. Kommt er noch dran. Talarski spielt zurück auf Dörfler, der greift jetzt in den Strafraum rein. Auf drei Leute zuschießt! Schön reagiert von Özelik. Gut gemacht von Dörfler, der auf drei Leute zuläuft, den ersten aussteigen lässt, sofort abzieht. Der Ball kommt bis zum Tor. Guter Reflex von Özelik. Jetzt ein Doppelpass auf der Seite von Achenbach mit Pranjes. Die beiden wahrscheinlich ganz gut zu verstehen. Achenbach aber mit einer schlechten Flanke, die von der Hacke von Kevin Enke im Seitenhaus landet. Es gibt einen Einwurf kurz vor der Eckfahne. Spielt auf Pranjes. Pranjes spielt zwei Leute aus, setzt sich auf der linken Seite durch, spielt jetzt nochmal Achenbach an, der spielt auch einen aus, stand aber im Abseits beim Pass von Pranjes. Erstmal wieder Freistoß für den VfR Fischeln. Jetzt haben sie es eilig, versucht Özdemir vorne mitzunehmen. Özdemir kommt nicht mehr an den Ball ran. Der Ball ist ins Seitenaus auf der rechten Seite, kurz vor der Mittellinie. Einwurf von Timo Achenbach. Schön von Pranjes gesichert zurück zu Achenbach. Lang gespielt. Da steht Fabio Farian auf der Linksaußenposition. Bedrängt von Reinhardt. Der schlägt den Ball erstmal wieder ins Aus, jetzt genau in der Mitte der Fischelner Hälfte. Da habe ich gerade noch von der Tabellenführung fabuliert und schon steht es 2:1. Dann wäre erstmal zufrieden, wenn wir 3 Punkte im Auftaktspiel mitnehmen. Öztürk kann hier den Langball der Fischelner mit dem Kopf. Schiedsrichter hat er das nicht gepfiffen, das war ein klares Vorspiel von Fischer. An den KFC oder hat es andersrum gepfiffen? Man sieht die Sachen alle ein bisschen komisch manchmal. Bisher noch nichts Spielentscheidendes dabei gewesen. Dörfler kann da den Ball gegen seinen Gegenspieler nicht räumen. Der kommt jetzt in den Strafraum. Da kommt Tobor erstmal dazwischen und befördert den Ball aber nur 5 Meter raus. Da steht erstmal Kevin Breuer 25 Meter vor dem Tor. Gegen 3 Gegenspieler kann er sich schon wieder durchsetzen. Pass nach vorne. Flanke in die Mitte auf den Elfmeterpunkt. Volleyabnahme von Reichert. Reichert ist der junge Mann. Die 10 Meter übers Tor geht. Michael Ponomare scheint es nicht mehr auszuhalten und geht lieber runter. Oder er will einfach als erster raus, bleibt am Ausgang stehen, scheint also doch unbedingt wissen zu wollen, was, ob hier noch was passiert. Jetzt Fabian wird da gefault, wird wieder nicht gepfiffen. Ballbesitz für Fischeln im Mittelkreis. Völlig unnötig, was jetzt hier abläuft. Wenn man weiter so konsequent gespielt hätte wie in der ersten Halbzeit, wäre zwangsweise das 3-4-0 gefallen. So kommen die Fischelner nochmal mit dem letzten Wind. Und jetzt schon auf Höhe des Strafraums auf der linken Seite gibt es einen Einwurf zu Breuer. Der spielt den Ball in der Mitte. Jetzt hat Akacza den Ball
Öztürk. Der kann sich aber durchsetzen, ist jetzt auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite spielt, setzt sich wieder gegen seinen Gegenspieler durch, flankt den Ball in den 5-Meter-Raum. Das steht Elgut und schlägt den Ball erstmal auf die Nordtribüne. Auf Höhe des rechten Strafraum-Ecks jetzt Einwurf für die Fische. Na, wieder können sie sich gegen ihre Gegenspieler durchsetzen. Diesmal rutscht jetzt aber Pranjes da rein und schlägt den Ball raus. Ranke, kann er den Ball behaupten? Nein, verliert den Ball direkt wieder. Nächster Angriff der Fischelner und dazwischen gegangen von Öztürk. Jetzt Pranjes alleine mit gegen zwei Gegenspieler. Abseits von Dörfler. Zu spät gespielt bei diesem Konter. Und es gibt Freistoß für den VfL Fischeln. Ja, da hat Talarski sich nicht richtig freigelaufen, gerade als Pranjes. Da konnte nicht spielen, da stand er noch im Abseits. Und als er nicht mehr im Abseits stand, war der Weg zu. Immer wieder der Versuch, über die linke Seite der Uerdinger zu kommen. Oh, da verliert Fabian den Ball. Der Gegenspieler kann den Ball zurückerobern im eigenen Strafraum. Kann er den Ball jetzt endlich wegschlagen? Immer noch nicht. Verliert er den Ball an der Eckfahne nochmal gegen den Fischelner Gegenspieler. Jetzt hat der Schiedsrichter ein Einsehen mit dieser Armut und pfeift einen Freistoß für Fabian. Mann. Dass wir hier noch zittern müssen, hätte ich jetzt also nicht geglaubt. Nach der Pause hätte ich gesagt, wir gewinnen die ganze Sache hier 4 bis 5 Mal. 90 Minuten sind jetzt rum. Ich glaube, der Schiedsrichter hat was von 2 Minuten angezeigt, wenn ich das richtig gedeutet habe. Moritz Schumacher lässt sich jetzt endlos Zeit bei einem Freistoß. Nach vorne geschlagen. Und Kevin Enke kann ihn da glücklicherweise mit dem Kopf nur auf die Tribüne befördern. Das bringt jetzt die Zeit für den KFC. Mitte der Fischerner Hälfte Einwurf für Tobor. Und Enke verlängert den Ball nach hinten zur Ecke. Es gibt nochmal die dritte Ecke für den KFC jetzt in der 92. Spielminute. Damit müsste eigentlich zumindest schon mal der Sieg unter Dach und Fach gebracht worden sein. Kurz ausgeführt, Fabian und Talarski völlig unnötig. Dann lassen sich den Ball direkt abnehmen. Und die Fischelner kommen zu einem Konter über die linke Seite jetzt über Breuer. Der versucht jetzt schnell zu machen, spielt den Ball in die Mitte jetzt. Das dauert zu lange. Jetzt kommt Fabian da reingerannt. Gewurschtel da. Aber den Ball erobert. Gut gemacht. Dörfler versucht jetzt Fabian auf der rechten Seite zu schicken. Aber da steht erstmal Kuschel und kann den Ball abfangen. Spielt jetzt zurück zu Özelik. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter das erste Spiel der Saison ab. Die ersten 3 Punkte sind im Sack für den KFC. 90 Minuten, sagen wir mal 75 Minuten, das Spiel ganz locker im Griff gehabt. Danach noch ein bisschen unnötig. Groß gezittert haben wir nicht, ehrlich gesagt. Trotzdem war es unnötig. KFC gewinnt sein Spiel letztendlich doch souverän gegen den VfL Fischeln mit 2:1. Das lässt hoffen. Das hat mehr Spaß gemacht als die gesamte letzte Saison. Geht auch schon am Mittwoch weiter, diesmal bei Schwarz-Weiß Essen, die heute mit 3:2 bei Germania Rating wohl unter die Räder gekommen sind. Wir stehen dann schon unter Druck. Wollen wir mal hoffen, dass wir dort eine genauso souveräne Vorstellung unserer Jungs sehen. Wie heute am Mittwoch hören wir uns auch wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann Mittwochabend. Bis dahin, bleibt sportlich. Euer Chris, euer KFC. Bis nächste Woche.